So, auf ein neues. Den verschwindenden Blöcken. Sehr schöne Idee. Ich versuche jetzt einfach mein Glück und springe nach rechts. Hat ja geklappt. Sehr schön. Wie sieht es da mit den Sonderwaffen aus? Die sind voll aufgerüstet. Das werden sie jetzt erst recht. Und dann geht's hinein. Ins Dunkel. Mein Hals gleich... Ach, nochmal Energie aufgefüllt. Den Hals gleich mal leeren. Oh. Warnung. Zwei Kapseln. Mit zwei Männchen hinten. Hui. Er hat Flügel. Beeindruckend. Der Nummer 1 Reploid. Du bist... Du bist wahrlich der Nummer 1 Reploid. Du bist früher gekommen, als ich angenommen hatte. Warum? Warum hast du das getan? Wegen Zero. Um Zero von seinem falschen Ich aufzuwecken. Was? Ich habe durch Forschung... I conducted... Er hat geforscht und ich habe ein beeindruckendes Ergebnis erzielt. Ich wollte herausfinden, was Zero tatsächlich ist. Und wollte den Virus über die ganze Erde verteilen, um seinen Körper zu reinigen. Aber die Menge des Virus war ungenügend. Also habe ich die Kolonie benutzt, um sie zu einer Viruskolonie zu machen und sie auf der Erde landen zu lassen. Du kennst die Geschichte, nicht wahr? Du hast fast die Erde für das zerstört? Du bist krank. Glücklicherweise gibt es da diese nützlichen Kerlchen, die sich Maverick Hunters nennen. Immer bereit, um zur Hilfe zu kommen. Und sie wussten, dass die Erde sicher sein wird. Aber nun, die meisten der Hunter wurden Mavericks. Das war knapp. Du! Wie viele Hunter wurden gegen dir verloren? Ich werde dir niemals dafür vergeben. Du wirst dafür bezahlen, was du getan hast. Okay. Ja. Achso, das waren keine Flügel, das war ein Mantel. Oh, das kennen wir aber auch schon. Das sollte ja dann nicht allzu schwer sein. Wow, yay, yay. Elektroschockbälle. Zwei. Okay, ich könnte mal nachsehen. Oh, der hat aber ganz schön viel Schaden gemacht. Welche Waffe gegen unseren Freund hier hilft? Natürlich erstmal ausweichen. Okay. Okay, ich bin hier oben nochmal. Okay, also es hilft, über ihm zu bleiben. Und dann, klappt das auch so. Ja, das war jetzt nix. Okay, also dieser Elektroballattacke kann man ausweichen, indem man einfach über ihm bleibt. Ja, machst du auch mal noch was anderes? Okay, diese Waffe ist es nicht. Ah! Strom. Wie also beim im ersten Teil. Denke ich, ist er. Was zum Henker? Denke ich, jetzt war unten oder was? Jetzt hat er ein paar Treffer gemacht, den ich nicht wirklich ausweichen konnte. Okay, jetzt also auch mit Schild. Ich brauche einen Energietank. In der Hoffnung, dass ich
noch genug Energie macht. Ja, nicht unten angreifen. Das ist unfair. Das macht man nicht. Okay, das sollte für den ersten Teil gereicht haben. Aber ich glaube ja nicht, dass das jetzt hier der Schluss war. Na, das wäre viel zu leicht. Es wird dunkel. Warnung! Du bist der Nummer 1 Hunter X. Je stärker du bist, desto mehr möchte ich dich vernichten. Es war sinnlos, Zero kämpfen zu lassen. Immerhin bist du der Nummer 1 Hunter. Du zeigst keine Gnade für deine Gegner oder deine Kameraden. Soll ich jetzt... Ach komm. Halt's Maul! Wo bist du? Gesicht! Hier bin ich. Du kannst mich herausfordern, wann immer du möchtest. Ich habe Neuigkeiten. Ich habe einen neuen Partner gewonnen. Er war sehr hilfreich. Es scheint... als hätte er ein paar Roboter geschaffen. Und er hat mir seinen stärksten Körper gegeben. Den stärksten, den du jemals sehen wirst. Du bist hier früher angekommen als erwartet. Also ist es noch nicht vollständig. Aber es sollte genug sein, dich zu besiegen. Hier ist ein... Er ist ein exzellenter Partner. Ich denke, ihr zwei kennt euch. Um genau zu sein, er war einer deiner Kameraden. Er war sehr... Da ist wieder dieses Persistent, ich hab's immer noch nicht, ist ja egal. Es macht ihn sehr hilfreich, weil er persistent war. Siehst du, Ex, da ist noch jemand anderes als ich, der dich hasst. Also solltest du unsere Rage kombiniert fühlen und sterben. Aber nicht bevor du... Horribly. Schrecklich gelitten hast. Auf Wiedersehen, Ex. Okay, also in die Stacheln hier möchte ich nicht reinhüpfen. Die ist es nicht. Ich habe so das Gefühl, dass die Stacheln nicht gut für mich sind. Deswegen versuche ich auszuweichen, wenn möglich. Wo sind die Hände hin? Achso, okay, die verfolgen mich anscheinend. Kann man die auch zerschießen? Nein, kann man nicht. Okay, ich muss mich kurz an der Nase kratzen. Es ist wieder soweit, die Nase juckt. Okay, den Bällen auszuweichen ist ziemlich schwierig. Da sind die Hände wieder. Au! Okay, eine Hand ist besiegt. Die zweite Hand ist besiegt. Das war jetzt ein bisschen zu leicht, ganz ehrlich zu sein. Ah, jetzt kann ich auch das Gesicht angreifen. Gesicht! Ah, jetzt war ich zu langsam, schade. Achso, kann ich das Gesicht immer angreifen, oder was? Okay, jetzt... möglichst ausweichen, wollte ich eigentlich sagen. Ich nehme mal zur Sicherheit den zweiten Energietank. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich... Boah, greift er jetzt immer nur mit diesen Bällen an. Das wäre sehr schlecht. Okay, der Schwachpunkt ist... Ih, da sind neue Hände! Und ich glaube, mein Buster ist die Waffe der Wahl. Okay, natürlich muss man auch treffen. Bin ich in den ersten Ball schon so reingefallen. Also das mit den Bällen hier ausweichen, das habe ich noch nicht so ganz drauf. Obwohl, na, das geht eigentlich, ist eigentlich gar nicht mal so schwer, Hände.
Au! Okay, die Hände zerstören mich nicht sofort. Die Stacheln an den Händen sind nicht Instant-Death-Stacheln. Was hier immerhin ganz gut ist. Okay. Okay, das ist ja jetzt nicht unbedingt so schwer. Ich sollte natürlich rechtzeitig abspringen. Okay, die Hälfte haben wir schon mal. Das Problem ist, dass ich mich zu sehr aufs Ausweichen konzentrieren muss, als dass ich ihm jede Menge Schaden zufügen könnte. Autsch. Okay, jetzt wird's eng. Jetzt wird's ziemlich eng. Ziemlich eng. Nein, das war's. Okay, also eine Möglichkeit gibt's. Hoppla, eine Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, indem ich hoffe, hier genug Energie zu bekommen. Die wollen mich verarschen. Okay, also die erste Runde muss ich sehr gut überstehen. Danach muss ich wohl. Ich habe jetzt noch einen Versuch. Danach wird es wohl nichts mehr werden. Ei, 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 ei. Die erste Runde war viel zu leicht. Die zweite Runde wusste ich jetzt nicht genau, was mich erwartet. Aber ist ja egal. Dafür kann ich ja jetzt meine Stärken ausspielen. Eventuell kann ich ihn so auch schnell genug besiegen. Das ist natürlich. Ich sollte natürlich nicht getroffen werden, das ist. Ich bleibe einfach hier oben in der Ecke. Beschießen dann, wenn er runterkommt, und dann bleibe ich weiter hier oben in der Ecke. Eieiei! Das ist natürlich. Es macht es natürlich nicht leichter, dass ich da immer wieder in den reinspringe. Ich sollte mich einfach damit zufrieden geben, dass ich hier oben sicher bin und ihn so angreifen kann. Okay. Okay, hier muss ich. Kann ich mich verstecken, indem ich mich unter ihm begebe? Ich glaube nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier die Hälfte meiner Energie verspielt quasi. Ich kann mich auch nicht unter ihm verstecken, das heißt ich. Super. Dieses Leben war quasi sinnlos, also es. Nee. Es gibt keine Möglichkeit. Da muss ich jetzt von hier vorne starten. Ja. Habe ich zumindest meinen Energietank noch so halb aufgefüllt? Ja, das auch noch. Das heißt, wenn es nicht danach aussieht, als würde ich es schaffen, sollte ich den Energietank nicht einsetzen. Denn dann kann ich ihn zumindest immer wieder auffüllen. Ach man. Ich könnte die Waffe gebrauchen. Dann warte ich jetzt einfach. Okay, jetzt haben wir sie. Das war der erste Treffer. Das war der zweite Treffer. Treffer Nummer 3. Komm, stell dich nicht so an. Oh, nein, nicht schon wieder diese Mikro-Ruckler-Zuckler hier. Ich habe festgestellt während dem Schneiden, dass ihr die tatsächlich seht. Das finde ich natürlich sehr schade. Okay, ist noch nicht verwundbar, aber jetzt. Ich muss doch einfach nur warten, bis er da unten ist. Oder den passenden Moment abwarten. Diesen Moment zum Beispiel. Okay, jetzt geht's wieder los. Okay, dem kann man aber ausweichen. Wenn man sich dann nicht so doof dran stellt, wie ich jetzt gerade. Ach Mann, Kacke hier. Man kann jetzt nicht sagen, dass er schwer ist, aber ich. Auf
diese Art und Weise verspiele ich natürlich all meine Siegchancen. Ja, genau. Wenn ich dann noch in ihm lande, dann klappt das natürlich noch viel besser.